Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren OMSI 2 Folge. Heute mal wieder aus Nürtingen. Wir werden heute die Linie 74 fahren vom Bernhausen Hauptbahnhof in Richtung Nürtingen ZOB. Ja, wie man so schon sieht, fahren wir einen keinen Citaro, sondern einen O405N2. Vor uns steht ein Citaro, ein weißer. Warum der da vorne nicht? Ich habe deinen Fahrplan übernommen, Kollege. Du darfst von dannen ziehen. Warum machst du das nicht? Na gut, egal, rüsten wir mal auf. Falsche Taste. Mach ein bisschen da auf. Oh, die wollen nicht zurecht. Ja, ist auch schon altes Gefährt, hat schon 64.000 Kilometer drauf. Ist aber nicht viel. Na gut, Ibis. Wir fahren die Linie 74. Route vermutlich 2. Nach Nürtingen. Korrekt. Hetzen brauchen wir nicht. Ah, oh, ich bin die Kisten schon lange nicht mehr gefahren. Wie macht man. Ah, bei dem macht man es genauso. Dann machen wir da noch auf. So, das geht ja nur von innen wieder. Gott, ist der laut. Gut, dann würde ich mal sagen, wir ziehen mal vor. Ich hoffe, steigt es bei mir und nicht bei ihm. 37 ist das. Wie soll ich das jetzt machen, lieber Kollege? Wie hast du das jetzt vorgestellt? Okay. Hallo. Servus. Kommen eh von allein die Fahrgäste. Interessant wird jetzt nur das Auspacken, wenn er nicht vor mir wegfährt. Hintere Tür auf Automatik stellen, Abfahrt in einer halben Minute. Vielleicht kommt er noch wieder. Ja, einer meiner Zuschauer hat sich gewünscht, dass ich Nürtingen fahre. Hat mir aber zwei Linien gesagt, die es auf der Map gar nicht gibt. Also fahren wir jetzt einfach irgendeine. Okay. Nett von dir, dass du doch fast. Also vielleicht soll das Licht noch einschalten. Nächster Halt, Karlstraße. Ja, die Kollegen fahren mit den neuen Kisten, ich fahre mit das alten herum. Ich kenne die Linie nicht, ich bin schon ewig nicht mehr in Nürtingen gefahren. Kollege, blinkt das auch Luxus, gell? So, wie lange muss ich jetzt hinter dem herfahren eigentlich? Nimmt einfach die Autos mit, passt schon. Ja, das ist OMSI. OMSI und die KI.
Ah, er biegt ab. Ich nicht. So, wo muss ich? Okay, da muss ich rechts. Wieso dürfen die fahren, wenn ich grün habe? Verstehe ich jetzt nicht. Aber wird schon seine Richtigkeit haben. Morgen. Morgen. Ich sag's euch, der Bus ist so ungewohnt zum Fahren. Bin schon ewig nicht mehr gefahren. Davon aus, dass wir so alt sind, wenn da rechts und links keine Häuser stehen. Depot rechts, nein, da wollen wir nicht hin. Rathaus soll da irgendwo sein, okay. Niemand? Na dann. Die Frage, schaltet er trotzdem automatisch weiter oder nicht? Wir werden es gleich herausfinden. Ups. Scheinbar nicht. Nächster Halt, Kantstraße. Aber unsere ist noch weiter vorne, oder wie? Ja, da scheinbar. Okay, schönen das Parken muss ich nur üben. Morgen. Morgen. Nächster Halt. Hausecke. Mhm. Okay. Wie Acker. Hallo. Morgen. Guten Tag. Hallo. Wie ist die Zeit? Ja, passt eigentlich. Drei Kilometer Kurvenreich. Okay. Nächster Halt. Ja, ich habe jetzt auch diesen 4-Gigabyte-Patch drauf, endlich. Ob der jetzt was bringt oder nicht, sei dahingestellt. 50, aber wenn ich die Kurve mit 50 fahre, fahren sie den Mecker an, ich werde mit euch. Oder auch nicht. Ich würde jetzt lieber in die andere Richtung fahren, schaut zu meinem Spiegel, wie schön es da hinten ist. Ah ja, egal, kann man sich da aussuchen. Ja,
Der Fahrzeit ungefähr eine halbe Stunde. Wir werden es in einer Folge machen. 80, okay. Ja, als Bus sollte ich 70 fahren, vielleicht 60, 70. Viel mehr. Weil, wie ich die Beförderungsfälle kenne, stehen sie wieder mal. Ja, von den Temperaturen kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr beschweren, dass es zu warm wäre zum Aufnehmen. Die Zeit ist vorbei. Jetzt kommt der Winter langsam, oder der Herbst ist zumindest da. Der Winter ist noch nicht da, aber kommt auch irgendwann einmal. In absehbarer Zeit. Aber jetzt ist mein Herbst. Meine Lieblingsjahreszeit. Okay, Bildwechsel. Ich muss sagen, der Sommer war eh lang genug. Für meinen Geschmack zumindest. Und heiß genug. Weiterschalten. Die 74, das ist so eine Überlandlinie scheinbar. Coole Linie. Gefällt mir. Anscheinend fahren da normalerweise Gelenkbusse auf der Linie. Aber ich sage, um 6 in der Früh ist Gelenkbusfahren ein bisschen Overkill, glaube ich. Kein Gemecker, Leute, was ist los? Unser erster Haltewunsch. Weil die Kiste 50 abbremsen. In die Stadt möchte ich nicht mit 80 reinreiten. Nächster Halt, Esslinger Straße. Ich hoffe, die stimmt. Ich liebe diese. So siehst nix und so siehst auch nix. Esslinger Straße ist richtig. Sagt die Zeit. Zu spät sogar. Bin ich langsam fahren oder? Entschuldigung. Na okay, ist doch ziemlich gut besucht, der Bus. Für die Uhrzeit. Nächster Halt, Wolfsschlugen, Löwen. Was? Ich hoffe, dass wir alle mitnehmen können.
jetzt auch niemanden stehen lassen müssen. Wäre natürlich praktisch. Da kommt die Drohne vor. Nächster Halt, Reinhardtstraße. Das waren die 74 in die andere Richtung. Hört sich Zeit, als sie gerade rot. Hallo. Dann rollen wir mal nach vorne. Nächster Halt. Siedlung. Geht schon raus. Breit genug die Straße da. Ja, das ist immer so ein Zwiespalt. Nimmt man den Mauszeiger mit auf oder nicht? Einerseits seht ihr dann, wenn ich die Knöpfe drücke mit der Maus. Andererseits stört ihr im Bild. Teilweise. Also jetzt kommt davon, wenn man gewohnt ist, dass man die Haltestellenbremse mit einem Gasstoß lösen kann. Das geht bei dem nämlich nicht. Fehlt eine Kachel oder geht's da bergab? Okay, danke. Nächster Halt, Haar. Gut zu wissen, dass wir da müssen. Nächster Halt, Götzinger Straße. Also, habe jetzt Grüezi verstanden? Ja, ich glaube, das liegt an was anderem, dass ich das verstehe. Was ist mit euch? Muss halt nur mal bremsen, wenn es bergab geht. Könnt auch ein Radar einschalten, aber
Götzinger Straße. Nein, falsch. Ist gleich. Hat so ausgeschaut. Simple Strecke, aber geile Strecke. Was ich sagen. Macht Spaß zum Fahren. Nächster Halt. Oberinsingen, Lindenplatz. Ah, ist echt gut gestaltet. Also ich weiß, es ist eine realistische Strecke, also mit realem Vorbild. Ruckel, ruckel. Um sie typisch. Was? Haltestelle rechts. Und wo soll ich sonst denn links? Ist das richtig? Ja. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wir liegen in der Zeit. Hallo. Nicht gut. Fahre ich zu langsam oder ist der Zeitplan etwas eingesteckt? Weil ich innerorts kann nicht schneller als 50 fahren. Nächster Halt. Kaffee Stoll. Ich will schon 60. Oh Gott. Eine Haltebucht. Und jetzt stellt sich das mit einem Schlenki vor. Hallo. Guten Tag. Macht sicher Spaß. Guten Morgen. Morgen. Nächster Halt, Neckarbrücke. Wo soll ich da rechts abbiegen? Wahrscheinlich an der Ampel, okay. An der die rot ist, nein, die ist grün. Gelb. Hat keiner gesehen. Jetzt kommt das Ibis auch noch. Ja, ich war so schlecht. Echt. Entwerter ausgefallen. Keiner auf meiner Spur, sehr gut. Aber ich muss abbiegen, das war ja klar. Danke, KI. Nett von dir. Irgendwie kommt mir die Stelle bekannt vor. Ich sag nur, Flughafenlinie Ebstein. Das ist die Frage, kommen wir da drüber oder nicht? Natürlich nicht. Ja, ich weiß, so bleibt man eigentlich nicht stehen, aber wir seien es verziehen. Also ich hoffe, der Bus ist nicht zu laut, Leute.
Ich habe aber eigentlich nichts an der Omni-Einstellung geändert. Machen wir so, dann ist er leiser. Ich glaube nicht. Bleib ja stehen. Nächster Halt, Mühlstraße. Guten Morgen. Guten Morgen. Okay, wir müssen nach rechts. Wird da gleich rechts, oder wie? Oder ist das einfach nur... Ich glaube da rechts. Der Pfeil ist ein bisschen undeutlich. Nächster Halt. Nürtingen, zentraler Omnibusbahnhof. Das ist Omsi. Ich würde sagen, wir sind an der Endhaltestelle angekommen, Leute. Links abbiegen? Wo willst du denn da links abbiegen? Ich glaube, da können geradeaus Pfeile hin eigentlich. Da ist die Frage, wo müssen wir uns hinstellen? 74? Linie 184? 74, da müssen wir rein. Na bitte, wir sind da. Mit einer Minute Verfügung scheinbar. Ja, liebe Leute, das war die Fahrt auf der Linie 74. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne ein Like da und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.